Samsung N510 im Test der HD-Video-Wiedergabe. Hier ein Testvideo von mir in 720p, also mit 1280x720 Punkten. Der Bildschirm ist genauso aufgelöst. Hier oben sieht man mal, wie sehr die CPU dabei ausgelastet wird. Und so sieht es im Vollbild aus. Der Bildschirm ist jetzt auch auf 1280x720 gestellt, sodass die beiden, dass es halt hundertprozentig passt, läuft einwandfrei. Hier jetzt das Testvideo von Nvidia in 1920x1080, also 1080p respektive Full HD Auflösung. Läuft auch sauber. CPU-Auslastung ist genauso hoch wie bei dem anderen, etwa bei 70%. Und in voller Auflösung sieht es so aus. Auch eigentlich echt schön. Läuft sauber, kann man nicht sagen. Samsung N510 ist fähig, HD-Videos wiederzugeben. Zumindest diese H264 bzw. VC1-Videos. Hier mal ein Flash-Video von YouTube. Da auch eins von diesen Spiele-Videos, die ich selbst gemacht habe. Und man sieht, das funktioniert nicht so wirklich. Das ruckelt und ruckelt. Und auch wenn man da zurückspult, CPU liegt bei 99, 97, 99% Auslastung. Hochauflösende Flash-Videos sind für die Atom N270 CPU halt ein Problem. Hier nochmal ein kleines Flash-Filmchen auf dem Samsung N510 von einer anderen Webseite. Man sieht, dass diese SWF-Dateien den Rechner nicht so beanspruchen, nicht so auslasten, wie es vorher die YouTube-Videos gemacht haben. Soweit zum Samsung N510. Videos im Internet nicht ganz so gut. Die selbst aufgenommenen bzw. relativ professionellen, hochauflösenden H264-Videos klappen aber hervorragend.